Hier auf der Gamescom in Köln trifft man alle möglichen Menschen. Groß, klein, arm, reich, jung, alt und Ringgeister. Und wer hier noch so rumläuft, abgesehen von dem Hexenkönig samt Gefolgschaft und was die Leute so von der Gamescom halten, das habe ich mir mal angesehen. Du bist gerade erst angekommen auf der Gamescom. Was sind so deine Erwartungen an die Messe? Wir waren halt das letzte Mal vor Corona tatsächlich das Jahr da. Ich bin ziemlich spontan auch hier. Ich mache mir nicht wirklich einen Plan und laufe einfach spontan rüber, möchte ein paar Fotos machen, ein paar nette Menschen kennenlernen, ein paar andere Cosplays sehen, von denen man sich auch inspirieren lassen kann tatsächlich. Und einige bekannte Stände auch sich angucken. Ja, also für mich ist tatsächlich das erste Mal überhaupt auf der Gamescom, deswegen bin ich wirklich einfach erstmal überwältigt, dass so riesige Veranstaltungen. Und ja, will mir halt einfach wirklich mal alles angucken, was hier überhaupt so los ist, die Stände, die ja vielleicht auch Creator, die hier rumlaufen. Man weiß ja so, der ein oder andere Influencer ist ja auch da. Vielleicht sieht man ja mal ein. Ja, und einfach wirklich alles auf mich wirken lassen. Vielleicht ein oder das andere neue Spiel vielleicht auch sehen. Mal gucken. Ich bin zum ersten Mal hier und ich bin jetzt schon sehr erstaunt. Ich bin seit einer Stunde erst hier, gerade erst angekommen. Ich bin sehr, sehr happy, dass ich hier bin. Macht sehr Spaß bis jetzt. Echt gut. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass es nicht so voll ist wie die Jahre davor. Und es ist super schön, vor allem diese ganzen Indie-Games zu sehen. Ich liebe Indie-Games so sehr und das macht mich eigentlich richtig glücklich. Worauf freut ihr euch bei dieser Gamescom am allermeisten? Persönlich tatsächlich auf die Indie-Games. Deswegen sind wir hier. Weil man tatsächlich ein paar Schätze finden kann. Man muss ein bisschen suchen, aber man findet es. Ja, ansonsten einfach die Umgebung, die Leute. Das macht so am meisten Spaß. Ist sehr cool hier. Ja. Ich finde die Auswahl der Stände diesmal relativ interessant. Auch wieder, dass so Leute wie die Bundeswehr hier sind, auch immer spannend zu sehen. Also ich komme ganz sicher hin, um am meisten hier mit den ganzen Leuten abzuhängen, weil es einfach total Spaß macht, mit der ganzen Community hier zu sein. Natürlich die Indie-Games, absolut klasse und einfach viel zu unterschätzt von manchen Leuten. Ich liebe es einfach hier. Fotos machen tatsächlich. Ich bin sonst immer mit jemand anderem unterwegs, die auch sehr schöne Cosplays immer macht. Und da gehen meine dann immer leider so ein bisschen unter. Und da ist heute so der Fokus mein Tag, ja. Ich wollte schon seit langem hier auf die Gamescom und war halt, hat bis jetzt noch nie die Zeit gefunden gehabt. Und ich dachte mir so, okay, spontan einfach vorbeikommen. Hab noch ein Ticket bekommen, hab meine gute Freundin mitgenommen. Perfekt. Besser kann es nicht gehen. Ich bin heute für einen Stand hier und zwar 10.2 ganz vorne für Jugend NRW. Und ja, da geht es um so gesehen auch ein bisschen ein persönliches Thema. Es geht um Youth Protect, also wie man Kinder und Jugendliche im Internet mehr schützt. Und ja, dafür bin ich hier und ja, werde dann ein paar Leute aufklären und ansprechen und natürlich auch für Fotos da sein. Ich finde hier einen League of Legends Streamer. Ich weiß nicht, ob euch der Name Tolkien LOL was sagt. Den suche ich zurzeit. Und deswegen bin ich auch einer der Gründe, warum ich hier bin. Und sonst einfach, um die Games mal zu sehen. Wenn man schon mal hier in der Nähe ist, wenn man schon ein Ticket hat, dann auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt waren 2 Jahre Corona-bedingte Gamescom-Pause. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark hast du sie in dieser Zeit vermisst? Gamescom und alle anderen Messen natürlich auch sehr vermisst, ja. Man hat halt den Vorteil, man hatte zwischendurch Zeit, sich ein bisschen den Cosplays zu widmen, aber man hatte halt kein Ziel leider. Wenn man halt so eine Messe hat, ich habe jetzt die letzten 2 Wochen nur zu Hause gesessen und gebastelt, versucht irgendwie mein Zeug in Gang zu kriegen, gerade von Assassin's Creed irgendwie die Klinge zu basteln. Und man hat sich sehr gefreut, ja. Dass ja auch Funning nicht wieder abgesagt wurde, wie die Buchmesse dann spontan. Jetzt ist es so, dass große Aussteller wie zum Beispiel Nintendo oder Sony ja gar nicht hier sind, die haben abgesagt. Findest du, tut das der Messe schlecht oder ist das eigentlich eh egal? Also ich denke schon, dass es auf jeden Fall was auf jeden Fall bemerkbar war, dass Sony, Nintendo und so alles nicht hier sind, weil es auf jeden Fall zwei große Spiele bzw. Hersteller sind. Ich denke schon, dass das fehlen wird, aber ob es jetzt bemerkbar ist, das kann ich nicht sagen. Persönlich nicht, nein. Ganz im Gegenteil. Zum Teil finde ich es eigentlich ganz gut. Man hätte 5 Stunden angestanden, hätte gesagt, ja, okay, gut, für einen großen AAA-Titel wartet man mal 5 Stunden. Klar, hätte man machen können. Aber das habe ich nie wirklich ausgenutzt. Hin und wieder mal ja, aber eher selten.
Und der Rest, der ist trotzdem da. Man hat trotzdem Spaß. Es gibt super tolle Titel. Und wenn man das Beste draus macht, dann wird es super toll. Also auf jeden Fall. Also ich bin selber krass Game interessiert und für mich ist es super schön, dass dann halt mehr Fokus auf den kleinen, kleineren Entwicklern ist und dass die halt viel mehr Aufmerksamkeit dadurch bekommen, weil Sony und Nintendo, die verkaufen ihre Spiele so oder so. Und das finde ich super schön, muss ich sagen. Ich meine, ich finde es auch nicht so schlimm, dass sie nicht da sind. Ich meine, klar, es fehlt zu sagen, dieser gewisse Teil von diesen großen Bühnen, wo auch mit die großen Shows waren. Aber im Prinzip, für mich ist es immer noch die gleiche Gamescom, auch wenn es immer was kleiner ist dieses Jahr. Aber es gibt genügend Sachen, wo man immer noch genügend Spaß haben kann. Lebt die Gamescom, glaubst du, von seinen Besucherinnen oder von den Ausstellerinnen? Also ich glaube, das ist ganz pauschal sehr schwer zu sagen, aber ich würde schon sagen, eher von den Besuchern natürlich, weil die ganzen Cosplayer, die bringen so viel bunte Farbe hier mit rein und dann natürlich auch einfach die Vielfalt an Menschen. Man kommt mit Leuten einfach mal auch ins Gespräch vielleicht, mit denen man dann vielleicht auch zusammen zockt dann irgendwann später, man weiß es ja nicht. Ja klar, wenn die Großen irgendwo absagen, die bringen ja doch viel Content eigentlich mit, aber ich glaube, die ganzen Indie-Labels, die werden ja auch immer größer, immer mehr. Da ist schon noch einiges dabei für uns. Was würdest du sagen? Ist so eine Messe nach Pandemie und allem Möglichen überhaupt noch zeitgemäß? Es ist natürlich irgendwo schwierig. Man kann natürlich beide Seiten verstehen. Ich verstehe, dass Leute sagen, wir wollen noch nicht. Aber ich verstehe natürlich auch, dass Leute sagen, jetzt ist so lange, wir brauchen mal wieder was, worauf man sich freuen kann, wo man sich sehen kann. Und so gesehen, die Medizin ist so weit, dass man sich zumindest schützen kann. Deswegen bin ich schon dafür. Also man merkt, die Leute haben Bock auf die Gamescom. Sie freuen sich wieder hier zu sein nach 2 Jahren Pause und man trifft hier auch viele Berühmtheiten, zum Beispiel den Mandalorianer selber. Und ich persönlich freue mich auch schon auf das nächste Jahr und bis dahin, this is the way.